Ich begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Heute machen wir ein falsches Cordon Bleu, nämlich mit Faschierten. Das ist jetzt ein halbes Kilo. Schinkenkäse habe ich mir schon vorbereitet. Zwiebel habe ich mir schon geschnitten. Genau, und dann fangen wir an. Also, wir haben das Faschierte. Dann geben wir den ganzen Zwiebel hinzu. Zu den geben wir zwei Stück Eier. Für die Bindung, dass das Ganze dann hält. Dann habe ich eine Gewürzmischung: Salz, Pfeffer, Muskat, etwas Paprikapulver und Majoran Oregano. Gebe ich wieder dazu. Dazu kommt etwas Ketchup. Ja. Und meine Knoblauchpaste. Gebe ich zwei Löffel rein. Und ein paar Semmelbrösel, dass mir das Ganze nachher gut hält. Genau, das Ganze vermische ich jetzt und dann geht es auch schon wieder weiter. Das Ganze ist ein bisschen sehr weich. Ich gebe einfach ein paar Semmelbrösel hinzu. Sonst wird es nachher so schwierig füllen und mit dem Panieren. Aber jetzt ist das Ganze mal nicht so schlecht. So. Ich habe mir jetzt ein Stück Frischhaltefolie genommen, lege das auf mein Brett, dann forme ich mir so eine Art Schnitzel, sage ich jetzt mal. Kann man eben da schön reinlegen. Dann kann man das Ganze zuklappen. Wenn man das dann paniert, dann schaut es aus, als wäre es ein richtiges. Aber im Endeffekt ist es einfach ein Faschierten. Ich habe mir jetzt schon mal Brösel und Mehl und Ei zum Panieren vorbereitet. Das lege ich schon mal rüber. Dann mache ich noch kurz die anderen fertig und dann geht es schon wieder weiter. So, machen wir weiter. Ich paniere jetzt das Ganze zu zweimal. Ich habe da zwei Eier und ein bisschen Sahne und etwas von meiner Gewürzmischung. Das verquirle ich jetzt. Mein Backrohr habe ich schon auf 120, 130 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt, damit ich das dann reingeben kann, dass er ein bisschen nachzieht. Und meine Pfanne habe ich schon mit Butterschmalz erhitzt ein wenig. Nur, dass er mal zerfließt, das schalte ich dann nachher höher, dass ich das schön rausbacken kann. So. Panieren eh ganz einfach, ich zeige euch es einmal. Den Rest mache ich dann wieder selber. Das Ganze müsst ihr natürlich jetzt etwas vorsichtiger machen wie normal, wie beim Schnitzel. Weil das kann natürlich schon sein, dass das auseinanderfällt
im schlechtesten Fall. Dann ins Ei. Schau, dass überall das Ei ist. Und dann in die Semmelbrösel. Nicht andrücken, wirklich nur, dass das schön rundum ist. Ist mir schon aufgegangen ein bisschen. Dann gebe ich es wieder ins Ei. Nehme ich kurz meinen Pfannenwender. Schau, dass das wieder überall mit Ei in Berührung kommt. Warum paniere ich das jetzt doppelt? Ganz einfach aus dem Grund, dass mir das wirklich nicht aufreißt und mir der Käse rausläuft. Das ist ja einfach ein bisschen weicher. Und durch die zwei Schichten wird das alles ein bisschen fester. Genau. Dann kann ich mir meine Pfanne schon ein bisschen heißer stellen. Dann könnt ihr einfach ein paar Brösel reingeben. Und wenn die wirklich schön hochkommen, dann ist das Fett ist heiß genug. Warum Butterschmalz? Weil man das viel besser erhitzen kann, wie jetzt normales Fett. Und vom Geschmack her ist es auch viel besser. Man kann natürlich auch Schweineschmalz hernehmen. Ja, das ist auch sehr gut. Auch für normale Schnitzel. Jetzt muss ich eben nur kurz warten, bis das eben hochkommt. Jetzt sieht man es eh schon leicht hier, das ist leicht warm, weil es schon etwas wärmer ist. So, jetzt wird das Ganze schon leicht heiß. Eben schauen, dass das gut schwimmt im Fett. Beim Wenden müsst ihr natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass euch das dann nicht auseinanderfällt. Aber wenn ihr das relativ vorsichtig macht, dann dürfte das normal kein Problem sein. Ich nehme eben zwei Sachen her, ich nehme meinen Fleischgabel und meinen Pfannenwender. Man kann auch zwei Pfannenwender hernehmen, je nachdem. Wenn man hier sieht, jetzt hält es mal gut zusammengeben wegen den zwei Panierschichten. Von selbst hält es natürlich auch ein bisschen zusammen am Rand, weil es einfach klebt, das Souschierte. Wenn man es von der Seite jetzt eben sieht, so die schön rausgebackene, dann erkennt man jetzt optisch von außen fast keinen Unterschied oder überhaupt keinen Unterschied zum normalen Schnitzel oder zum normalen Cordon Bleu. Wie gesagt, ich schiebe das dann noch kurz in den Ofen, dass das schön durchzieht. Und dann zeige ich euch wieder, wenn es angerichtet ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch allen guten Appetit. So, ich bin jetzt mit dem ganzen Außerbacken fertig. Das Ding ist, das Fett ist natürlich noch nicht kaputt, weil ich es erst einmal hergenommen habe und nicht zu heiß gemacht habe. Ich leere das Ganze jetzt durch ein Sieb. Zu euch die Brösel und das Zeug eben rausbekommen, was nicht drin sein sollte. Und das Ganze kann ich dann wieder verwenden. Das lasse ich eben jetzt kalt werden und wenn ich wieder ein Fleischgericht mache, wo ich das brauche, kann ich es wieder hernehmen.
Nur nicht zu lange stehen lassen natürlich, aber wenn ich jetzt in den nächsten, was sag ich mal, 3, 4, 5 Tagen wieder was mache, mit dem Rausbacken, mit Fleisch ganz wichtig, dann nehme ich es wieder her. Wenn ich Süßspeisen mache mit Butterschmalz, dann kann ich das auch wieder verwenden, aber auch wieder nur für Süßspeisen. Okay, dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, hier jetzt fertig angerichtet. Und dann guten Appetit.